Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese schönen plastischen Blätter in unterschiedlichen Größen in eure Strickstücke einbauen könnt. Die könnt ihr einzeln setzen oder auch als kleinen Cluster hier und ganz verschiedentlich einbauen, tragen auch nicht auf. Von der Rückseite sind die ganz glatt, geht also auch für Socken. Und wenn ihr wissen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für euer Muster braucht ihr Wolle und Nadeln. Könnt ihr jede Wolle, jede Nadel nehmen, für alle, die es interessiert. Ich habe die Online Kava Color hier mit diesem Verlauf. Besteht aus Baumwolle, Viskose und Leinen. Und das Muster könnt ihr sowohl einzeln setzen, als auch hier solche kleinen Cluster bilden. Und das ist gar nicht schwer. Ich habe hier schon was vorbereitet und zwar solltet ihr mindestens 6 Reihen gestrickt haben. Ich habe hier 8 Reihen gestrickt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und es funktioniert in Runden und in Reihen gleich. Ich habe das hier in Reihen, aber ihr mustert immer nur auf der Hinreihe. So, und jetzt stricken wir ein paar Maschen rein und dann geht das auch schon los. Ihr stecht Minimum 5 Reihen tiefer, also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da geht ihr rein, holt euch den Faden raus und zieht den wirklich schön beiseite. Dann haltet ihr den fest, geht eine Reihe höher rein. Ja, also ihr wart gerade hier, dann geht ihr eine Reihe höher rein, holt euch dort den Faden. So, da ist er. Zieht den auch wieder nach rechts und haltet den auch wieder fest. Dann wieder, ihr wart gerade da und da, jetzt wieder eine Reihe höher. Zack, Faden holen, schön festhalten und wieder eine Reihe höher. Und hier müsst ihr immer weniger raushebeln, denn das wird ja immer kürzer. Und zum Schluss noch hier oben rein, also nur eine Reihe tiefer. Und jetzt habe ich hier 5 Schlaufen rausgeholt. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt lege ich die Masche auf die nächste Nadel und jetzt fange ich von vorne an, die Dinger überzuziehen. Also hier zuerst die erste, dann die zweite. Dann die dritte, dann die vierte und dann die fünfte. So, und die fünfte könnt ihr ein bisschen anziehen und damit habt ihr eben hier diesen plastischen Blatteffekt. Jetzt solltet ihr, wenn ihr das verteilt strickt, mindestens 3 Maschen stricken, wenn ihr hier dazwischen eines reinsetzen wollt. Ich mache jetzt hier mal 5. So, ihr könnt dieses Blatt auch länger stricken. Das heißt, wir können auch 7 Reihen tiefer gehen. Das mache ich mal. 1, 2, 3, 4, 5. Da könnten wir schon rein. Wir können aber auch jetzt 6, 7 Reihen tiefer in die gleiche Masche, die ich da habe. Dann hole ich das auch wieder hier raus. Schön aufziehen, ne? Ihr müsst das wirklich hochziehen, damit das nicht zusammenrafft und dann eine Reihe höher drauf und den Faden holen und auch wieder hier rausziehen und dann, ihr seht, die Reihen hier, die gehen immer so ein bisschen zusammen, ne? Also da müsst ihr, wenn ihr den Faden geholt habt, müsst ihr immer genau dort dazwischen, so hier rein und dann da in die nächste, da ist eine Reihe wieder drüber, na, komm her, und da ist die sechste und da ist die siebte und jetzt habe ich in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen drauf. Dann nehme ich auch die Masche, aus der ich das rausgeholt habe, hier rüber. Und jetzt fange ich wieder an, von vorne
alle Fäden überzuziehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und den 7., ihr seht, hier ist ein bisschen, dann ziehe ich hier ein bisschen am Faden. Und dann habe ich damit, ihr seht, ein größeres Blatt gemacht. Und ich zeige euch das noch ein drittes Mal. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen, die ich jetzt dazwischen habe. Und dort machen wir das nochmal auch nur mit 5 Reihen tiefer. Also 1, 2, 3, 4, 5 Reihen tiefer gehe ich rein. Hol mir meinen Faden, ziehe den wirklich schön raus, wieder eine Reihe oben drüber rein, ne? Also da, Faden holen, schön rausziehen, dann eine Reihe höher rein, Faden holen, schön rausziehen, eine Reihe höher, Faden schön rausziehen und nochmal eine Reihe höher, sind jetzt wieder 5. Und dann die Masche hier mit auf diese Nadel und jetzt anfangen, die Dinger einzeln überzuziehen. So, 4, 5. Der 5. bildet hier immer so eine kleine Schlaufe, die kann ich leicht anziehen, aber nicht zu doll ziehen. Und dann die restlichen Maschen hier stricken. Und dann ist das auch schon das ganze Muster. Die Rückreihe strickt ihr jetzt einfach links durchweg. Also dort einfach wirklich nur linke Maschen stricken. Und auch über unseren kleinen Cluster, den wir da gemacht haben, hier über unser Blatt, strickt ihr einfach linke Maschen drüber weg. Und dann ist das hier schon das ganze Müsterchen. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel versetzen. Also ihr könnt jetzt hier nochmal in die nächsten Reihen Blätter dazwischen setzen. Die könnt ihr hier zur Hälfte reinmachen oder oben drüber. Also dort könnt ihr euch die Anordnung selber überlegen. Das ist auch super für Socken. Wenn ihr das für Socken machen wollt, strickt ihr einfach glatt rechts in Runden und arbeitet dort die Blätter ein, wo ihr sie hinhaben wollt. Ihr seht, hier habe ich die Blätter so ein bisschen ineinander versetzt und sehr, sehr eng gesetzt. Also das könnt ihr verteilen, wie ihr wollt und euch diese Blättchen einbauen, wie ihr wollt. So, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und das Muster gibt euch ein bisschen Inspiration. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.